In diesem Video schauen wir gemeinsam auf die GmbH und Co. KG. Wichtig ist hier, was ganz am Ende steht, nämlich es handelt sich sozusagen um eine Sonderform der KG, also der Kommanditgesellschaft. Schauen wir zunächst auf die Gründung einer KG. Diese wird gegründet von ein oder mehreren Komplementären und von ein oder mehreren Kommanditisten. Die Unterscheidung ist hier unter anderem, dass der Komplementär als Vollhafter bezeichnet wird, weil er eben mit seinem Gesamtvermögen, also auch mit seinem Privatvermögen haftet, wohingegen die Kommanditisten nur bis zur sogenannten Haftsumme haften, also nicht mit ihrem Privatvermögen, sondern hier wirklich beschränkt sind und somit auch als Teilhafter bezeichnet werden. So, jetzt sind wir noch bei der Gründung einer KG bzw. beim Aufbau einer KG. Wir wollen ja aber die GmbH und Co. KG anschauen. Und was hier eben der Fall ist, ist folgendes. Hier wird die GmbH, also eine GmbH, zum Komplementär. Das heißt, wir haben dann einen Komplementär, die GmbH, und noch andere Kommanditisten. Beschäftigen wir uns also nochmal mit diesem Haftungsthema. Wir sehen jetzt hier, der Komplementär oder auch Vollhafter in einer KG, der haftet mit seinem Gesamtvermögen. In einer GmbH und Co. KG, da wird jetzt eine GmbH zum Komplementär. GmbH im Namen steckt da ja schon drin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, dieses mit Gesamtvermögen wird jetzt hier sozusagen ein bisschen umgangen, denn die Gesellschafter einer GmbH haften immer nur in der Höhe ihrer Einlagen in das Geschäftsvermögen der GmbH. Das heißt, die Besonderheit bei der GmbH und Co. KG gegenüber der KG ist, dass wir bei der KG eben den Komplementär haben, der Vollhafter ist mit seinem Gesamtvermögen. Wenn jetzt aber die GmbH diese Stelle übernimmt, dann haben wir in der GmbH und Co. KG niemanden mehr, der mit seinem Gesamtvermögen haftet. Denn die Gesellschafter der GmbH, die haften nur begrenzt mit ihrer Einlage ins Geschäftsvermögen der GmbH, und die Kommanditisten, das haben wir ja vorhin schon gesehen, die sind sowieso in einer KG nur Teilhafter und haften nur bis zu einer bestimmten Haftsumme. Nachdem wir nun also die Sonderrolle der GmbH als Komplementär in der GmbH und Co. KG geklärt haben, empfehle ich euch nun noch mein Video zur Kommanditgesellschaft, abgekürzt KG.